Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, im Namen der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur begrüße ich Sie ganz herzlich zur Berlin-Premiere des Buches Die Weggesperrten von Grit und Niklas Poppe. Wir freuen uns, dass Sie heute Abend wieder zugeschaltet haben. Wenn über Unterdrückung in der DDR gesprochen wird, ist meist von der Stasi die Rede. Dabei gab es neben der Stasi ja noch vieles andere mehr. Aber was sich zum Beispiel hinter dem Begriff Jugendhilfe verbarg, wissen heute nicht mehr allzu viele. Dabei ist das flächendeckende System von Umerziehungsheimen in der DDR, die die charakterliche Umformung junger Menschen zum Ziel hatten und dies oft mit brutalen Methoden versucht haben durchzusetzen, ein besonders düsteres Kapitel der DDR-Geschichte. Die Autorin Grit Poppe hat zu diesem Thema bereits ein Buch geschrieben. Ihr Roman Weggesperrt, der im Milieu eines DDR-Jugendwerkhofs angesiedelt ist, war sehr erfolgreich und wurde vielfach ausgezeichnet. Und sie ist diesem Thema treu geblieben. Sie legt nun zusammen mit ihrem Sohn Niklas ein Sachbuch zu eben jenem Thema wieder vor, mit dem Titel Die Weggesperrten. Wer in der DDR nur ein wenig aufmüpfiger war als die übrigen Altersgenossen und wer sich nicht anpassen mochte an starre gesellschaftliche Normen, galt rasch als Problemfall. Was das konkret für den Einzelnen bedeutete, haben viele Menschen auf ganz unterschiedliche Art und Weise erfahren, manche schon in sehr jungen Jahren. Kinder und Jugendliche, mit denen man nicht zu Rande kam, landeten sehr schnell in einem Umerziehungsheim. Hier sollten aus den renitenten Halbwüchsigen sogenannte sozialistische Persönlichkeiten werden. Bis heute wird das Leben vieler Betroffener durch die damaligen Erlebnisse und durch die Misshandlungen und Demütigungen belastet. Das Schicksal dieser Menschen will das Buch Die Weggesperrten nun stärker ins Licht der Öffentlichkeit rücken. Im Zentrum des Buches stehen deshalb die Opfer mit ihren individuellen Schicksalen, mit ihren persönlichen Erinnerungen und Erfahrungen. Die Berichte der ehemaligen Insassen über die Zeit in den Spezialheimen, in den Durchgangsheimen und in den Jugendwerkhöfen sind eindrucksvoll, sie berühren und sie sprechen für sich. Ihre Schilderungen dokumentieren mit bemerkenswerter Offenheit das erfahrene Leid. Sie zeigen auf der anderen Seite aber auch den unbedingten Willen zur Selbstbehauptung in einem System von Unfreiheit und Unrecht. Ein wichtiges Buch also, ein Buch, das uns nachdenklich macht und das uns berührt, ein Buch, das aufklärt und ein Buch, das den Betroffenen späte Gerechtigkeit widerfahren lässt. Wir sind als Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur deshalb sehr froh, dass wir den Entstehungsprozess dieses Buches begleiten konnten und unterstützen konnten und dass wir dieses Buch heute hier in der Bundesstiftung Aufarbeitung vorstellen können, wenn auch leider pandemiebedingt ohne Publikum. Zunächst werden heute Abend Grit und Niklas Poppe aus ihrem Buch lesen. Im Anschluss daran kommen Sie dann ins Gespräch über das Buch und über das Thema mit zwei Gästen von uns. Das ist zum einen Katrin Begoyen-Weber, die als Insassin von Torgau dort ihre eigenen schrecklichen Erfahrungen machen musste und uns sicherlich davon berichten wird. Zum Zweiten ist bei uns zu Gast Dr. Angelika Zensebrunn-Benz. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Gedenkstätte Geschlossener Jugendwerkhof Torgau. Moderieren wird das Gespräch Sven Felix Kellerhoff. Er ist Journalist und leitender Redakteur für Zeit- und Kulturgeschichte bei der Welt und der Berliner Morgenpost. Ihnen allen hier im Saal ein herzliches Dankeschön dafür, dass Sie an dieser Veranstaltung heute Abend hier mitwirken. Und Ihnen draußen an den Bildschirmen ein herzliches Dankeschön für Ihr Interesse an dieser Buchpremiere.
Sie haben die Möglichkeit, auch wenn Sie hier nicht im Saal sein können, sich zu beteiligen mit Ihren Fragen und Anmerkungen. Nutzen Sie dafür am besten die Chatfunktion oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse wird im Laufe der Veranstaltung immer wieder einmal eingeblendet, sodass Sie die Möglichkeit haben, an uns zu schreiben. Die Fragen werden dann an das Podium weitergereicht. Nun aber zunächst die Buchlesung aus Die Weggesperrten von und mit Grit und Niklas Poppe. Also wir lesen jeweils kurze Auszüge aus den Porträts, also aus verschiedenen Porträts von Betroffenen. René Brockhaus wurde geboren 1974 und kam 1986 ins Spezialkinderheim Breunsdorf. Er war also 12 Jahre alt und blieb dort für 2 Jahre. Einer von den Jungs, die es nicht mehr ausgehalten haben, ist aus dem Fenster gesprungen. Allerdings hat er sich ein bisschen blöd angestellt. Er ist aus dem ersten Stock gesprungen und kam dann mit Knochenbrüchen in die Poliklinik. Der hatte Angst vor einem Erzieher, denn der war gerade hinter ihm her. Deswegen ist er aus dem Fenster gesprungen. Er wollte abhauen, nur noch weg. Dieser Junge hatte es sowieso besonders schwer. Er hatte einen kubanischen Vater und sah auch entsprechend aus. Die Hautfarbe, die krausen Haare. Er wurde von allen gemobbt, mit allem fertig gemacht. Wenn mal was gefehlt hat, wurde er beschuldigt. Wenn ein Schrubber im Schrank nicht richtig stand, war er schuld. Der Neger war schuld oder Nobi, wie er auch gerufen wurde. Es sind immer 1-2 Kinder da gewesen, die alles abbekommen haben, die als Sündenböcke dienten. Ich hatte Glück mit meinen ersten Bekanntschaften. Die haben mir gleich gesagt, nicht klauen, nicht petzen, nicht reden, nicht die Gruppe gefährden. An diese Regeln habe ich mich gehalten. Ich bekam ja mit, was los war, wenn man sich nicht daran hielt. Trotzdem hat es mich dann auch erwischt. Dass mein Kiefer heute nach innen ragt, kommt davon, dass da reingetreten worden ist. Ich wurde von der Gruppe getreten. Zu der Zeit war Herr Weinhold, also die Namen wurden geändert, so eine Art Cheferzieher. Seit er im Spezialkinderheim tätig war und das Sagen hatte, gab es vermehrt Strafen durch die Gruppe. Bis vor kurzem durfte dieser Mann übrigens noch mit Kindern arbeiten und ist sogar gelobt worden dafür, dass er sich sein ganzes Leben für Kinder eingesetzt hat. Die ihn gelobt haben, wissen nichts von Breunsdorf. Es ging um einen Riss im Sofabezug. Niemand in der Gruppe wollte schuld daran sein. Ich war Gruppensprecher zu dem Zeitpunkt und damit Vertrauensperson des Erziehers. Jemand hatte mir erzählt, wer das gewesen war mit der Couch, aber ich habe nicht gepetzt. Ich tat so, als wüsste ich von nichts. Allerdings ahnte ich nicht, was das für Konsequenzen für mich haben sollte. Einer hat nämlich gesagt, dass René doch wisse, wer das gewesen sei mit dem Sofa. Dann wisst ihr ja, was zu tun ist, sagte Herr Weinhold. Ich wurde in den Gang in die Ecke gedrängt und von allen geschlagen. Natürlich habe ich versucht, mich zu wehren, mit den Händen die Schläge abzufangen, aber ich hatte keine Chance. Als ich unten lag, wurde ich getreten. Es war erst vorbei, wenn der, der das Sagen hatte, in der Gruppe das beschlossen hat oder wenn der Erzieher ein Signal gegeben hat, dass es lange. Der stand ein Stück weit ab vom Geschehen, auf dem Gang oder beim Erzieherzimmer, hat sich also scheinbar rausgehalten. Das schwarze Schaf wurde der Gruppe überlassen. Das war noch härter, als wenn der Erzieher selbst bestraft hätte. Durch die ganze Wut, die sich angestaut hatte, die haben die Sau rausgelassen. Die meisten Erzieher haben aufgepasst, dass es keine Zeugen gibt, wenn sie ein Kind oder einen Jugendlichen schlugen. Sie haben sich denjenigen gegriffen und sind mit ihm rausgegangen. Die anderen haben selten miterlebt, wenn einer verprügelt wurde. Einer der Erzieher hatte im Anhänger seines Schlüsselbundes eine Mutter mit Schraube im Lederband. Damit hat er geschlagen. Ein anderer hat einem die Nasenspitze rumgedreht. Man hatte dann einen blauen Fleck auf der Nase. Jeder konnte das sehen. Die Lehrer haben mitbekommen, dass die Kinder von den Erziehern geschlagen wurden. Heute frage ich mich, wer weiß, warum die in Breunsdorf waren, wie die da hingekommen sind. Vielleicht wurden die strafversetzt. Zum Teil sprachen sie in anderen Dialekten. Dieses Heim in Breunsdorf war für niemanden gut, nicht für die Kinder und nicht für die, die da arbeiten mussten.
Alle haben gewusst, was da abgeht. Selbst die Frauen aus der Küche und der Wäscherei. Nie hat jemand etwas dagegen unternommen. Nie habe ich einen Erzieher erlebt, der mal eingegriffen hätte, wenn ein Kollege ein Kind misshandelte. Wenn jemand ausrastete, sich vergangen hat an einem Zögling, hat keiner der Erwachsenen gesagt, nimm dich zurück. Sie haben nur geguckt, genickt und sind weitergegangen ins Dienstzimmer. Meine Zeit in Breunsdorf kann ich nicht vergessen. Das wird zum Problem, je älter ich werde. Die Erkenntnis, dass ich nicht sagen kann, ich habe da niemandem wehgetan. Aber mir ist nichts anderes übrig geblieben. Jeder war mal dran. Man war mit jedem mal gut, hat sich mit jedem mal ausgetobt. Das, was ich selbst empfangen und das, was ich selbst ausgeteilt habe, geht mir beides nicht aus dem Kopf. Früher habe ich nie an Breunsdorf gedacht. Nach und nach aber ist alles stückchenweise wieder hochgekommen. Als das losging mit dem Heimkinderfonds, hat das viel wieder aufgewühlt. Nach der Zeit in Breunsdorf bin ich nie wieder richtig angekommen in meiner Familie. Bis heute wurde nie darüber geredet. Wenn ich es mal probiert habe, hieß es, ach komm, das ist doch nun vorbei. Es war einfach nicht erwünscht. 2020 bin ich rehabilitiert worden. Das bedeutet, die Entscheidung zur Einweisung ins Spezialkinderheim wurde durch einen Gerichtsbeschluss aufgehoben und für rechtsstaatswidrig erklärt. Diese Anerkennung der Verfolgung war wichtig, weil da ganz klar zugegeben wird, dass ich zu Unrecht weggesperrt wurde. Doch einen Schlussstrich wird es nie geben. Die Macken, die aus der Zeit in Breunsdorf stammen, die sich da gebildet haben, sind immer noch in mir drin. Viele Leute, also Menschenansammlungen und Fremde, machen mir heute Angst. Als Kind habe ich mir in Breunsdorf eine Hülle zugelegt, unter der ich mich verborgen hielt. Und irgendwie habe ich die heute noch drüber. Silvia Schmeisser, geboren 1969, kam 1986 nach Torgau und sie war vollweise, also ihre Eltern waren tot, deswegen kam sie auch in diese Jugendhilfeeinrichtung, zuerst ins Durchgangsheim und dann von dort gleich nach Torgau. Sie war 17 Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Am 18. Oktober 1986, also nur 10 Tage nach meiner Einweisung, wurde ich das erste Mal in die Dunkelzelle gesperrt. Die Jugendliche wurde isoliert bis zur Erziehungsbereitschaft. Danach grölte und sang sie in der Zelle, sodass sie in der 2-4 und zeitweilig im Keller untergebracht werden musste. Also ist ein Auszug aus ihrer Akte. Im Keller befanden sich die Dunkelzellen, die komplett ohne Licht und außerdem extrem kalt und feucht waren. Der Antrag der Erzieherin Engemann auf Isolierung bis zur Erziehungsbereitschaft wegen Renitenz wurde vom Direktor genehmigt. Von der Dunkelhaft kam ich wieder in die 2-4, eine Arrestzelle in der 2. Etage im Bereich der Jungen. Bis zur Erziehungsbereitschaft, das bedeutete, mir wurde nicht einmal mitgeteilt, bis wann genau ich in der Einzelhaft sitzen musste. Ich wehrte mich auf meine Weise, sang Kampflieder, lauschte an der Tür auf das Geschehen im Gang. Bald konnte ich die Erzieher, die kamen und gingen, an ihren Schritten voneinander unterscheiden. Als Engemann eintrat, rief ich ihr statt der vorschriftsmäßigen Meldung einen Spottvers zu. Die Tür geht auf, ein Fass kommt rein, das kann ja nur die Angie sein. Daraufhin knallte die korpulente Erzieherin die Tür wutschnaubend wieder zu und ließ sich eine Woche lang nicht blicken. Erzieher S.P. Junior, der so genannt wurde, weil sein Vater auch in Torgau arbeitete und der eigentlich Erzieher bei den Jungs war, übernahm meine Betreuung. Wenige Tage später, am 28. Oktober, erfolgte die nächste Arreststrafe, diesmal wegen Störung des Produktionsablaufes durch lang anhaltendes lautes Singen und Pfeifen. Ich sang auch in der Zelle weiter. Einmal nahm ich den Deckel vom Eimer für die Notdurft, schlug damit gegen die Zellentür und sang dazu »Wacht auf, Verdammte dieser Erde«. Daraufhin wurde die Zelle komplett leergeräumt. Pritsche, Eimer und Hocker verschwanden. Da war nun nichts mehr. Der Raum war leer mit mir, die ich mich so leer fühlte, dass ich mich nicht mehr spüren konnte. Trotzdem war ich lieber im Arrest als in der Gruppe. In der Gruppe war ich immer unter Druck. Arbeit im Akkord, Sport bis zum Umfallen. Aber umfallen durfte ich nicht, sonst gab es Zusatzsport für alle. In dieser Zeit der Isolation zerschlug ich am 31. Oktober 1986 ein Fenster in der Zelle mit der bloßen Faust.
Es war dickes Milchglas, das noch mit Draht durchzogen war. Ich versteckte einige der kleineren Scherben in den Arbeitsschuhen, trug sie unter der Einlegesohle bei mir. Auch schnitt ich mich, um mich überhaupt einmal wieder zu spüren. Diese Körperverstümmelung, wie das im Erzieherjargon hieß, war für mich Torgau-spezifisch. Weder in der Zeit davor noch in der Zeit nach dem Aufenthalt im geschlossenen Jugendwerkhof habe ich mich je wieder auf diese Art verletzt. Von Erzieherin Engemann erhielt ich dafür eine Arrestverlängerung von 2 Tagen. Wegen der Zerstörung von Volkseigentum und Verstoßes gegen die Arrestordnung verlängerte Direktor Kretschmar persönlich die Isolationshaft um weitere 4 Tage. Meine Wunden wurden nicht medizinisch versorgt. Von den Erziehern wurde mein Verhalten nicht als Verzweiflungstaten eines Mädchens wahrgenommen, das jeden Halt verloren hatte und zu Unrecht eingesperrt worden war, sondern von einer, die sich nicht unterordnen wollte, einer renitenten Jugendlichen, deren Willen mit aller Gewalt gebrochen und die umerzogen werden musste. Torgau bedeutete auch eins. Immer wenn man dachte, dass es nicht mehr schlimmer kommen konnte, kam es schlimmer. Am 18. November 1986 fand das sogenannte Festlegungsgespräch mit Direktor Kretschmar statt. Von Anfang an war ich als eine aufgefallen, die Ärger machte, die sich verweigerte, die frech war und abstandslos, als eine, die sich dem Willen der Erwachsenen nicht unterwarf. Ich war allein mit Kretschmar in dem Raum. Festzulegen gab es bei mir nichts, da ich bald volljährig werden würde. Vielleicht gab es auch deshalb kein Erziehertribunal wie bei den anderen Jugendlichen, die jünger waren und bei denen zu diesem Anlass die Dauer des Aufenthalts bestimmt wurde. Mit 18 musste ich entlassen werden aus dem System der Jugendhilfe und damit aus Torgau. Also blieb eigentlich nur übrig, mich, die immer noch schwer Erziehbare, in die Schranken zu weisen, meinen Willen endlich ein für alle Mal zu brechen. Als der Direktor mir klar machen wollte, dass ich mich hier unterzuordnen habe, widersprach ich ihm. Ich versuchte ihm zu erklären, dass man in Torgau ständig gegen die Regeln des normalen Anstands verstieß, dass die Jugendlichen hier nur mit dem Nachnamen angeredet wurden, dass man im Laufschritt durchs Haus rennen sollte, obwohl es doch bisher in meinem alten Leben immer hieß, in Häusern dürfe man nicht rennen. Ich kam nicht weit mit meinem Protest. Der Direktor knallte mir eine, dann schmiss er mich über den Tisch. Ich spürte, wie ich meinen Körper verließ. Was mir angetan wurde, tat er meiner Hülle an. Ich war nicht mehr in meinem Selbst. Anschließend sollte ich wieder funktionieren, antreten, im Laufschritt rennen, zum Speiseraum marschieren. Doch ich war völlig neben der Spur und ordnete mich nicht ein. Als ich deswegen von einer Jugendlichen angerempelt wurde, drehte ich mich um und schlug zu. Die Strafe war wieder Arrest, 6 Tage diesmal. Am 19. November 1986 hieß es in der Arrestmeldung, die Jugendliche konnte nicht versorgt werden, da sie überhaupt nicht reagierte. Sie lag in der Zelle in der Ecke. Unterschrieben wurde diese läppische Notiz von Engemann. Vorsichtshalber holte sie noch das Einverständnis des Direktors dafür ein, mich in der Zelle einfach liegen zu lassen. Okay, also wir haben in dem Buch selbst neben den Geschichten von Betroffenen aus DDR-Umerziehungsheimen auch einige Passagen bzw. einige Porträts von Menschen, die in der Bundesrepublik beispielsweise in geschlossener Unterbringung waren oder aber auch zu Zeiten des Nationalsozialismus in den 2000er auch noch oder in der Schweiz. Das heißt, wir haben ein bisschen über den Tellerrand geguckt und sind auch fernab des Territoriums der DDR in betroffenen Geschichten hineingegangen, beziehungsweise haben uns mit den Betroffenen auseinandergesetzt und uns mit denen unterhalten. Und eine dieser Geschichten ist die Geschichte von Otto Hinrich Behnk. Dieser Herr saß als 19-Jähriger im Landesfürsorgeheim in Glückstadt, das ist in Schleswig-Holstein im Süden, und galt mithin als das, was wohl am rigidesten war und mit Jugendlichen, die als verwahrlost, kriminell galten, allerdings nicht verurteilt worden sind, also keine Straftat begangen hatten, die saßen dort ein. Gut, ich werde jetzt einen etwas längeren Abschnitt davon lesen. Mit jedem gefahrenen Meter wuchs die Erleichterung und mit jedem weiteren Baum, an dem wir vorbeirauschten, wich die Angst etwas mehr. Mit dem Ort, der hinter mir verschwand, wollte ich in diesem Moment nie wieder etwas zu tun haben. Warum ich überhaupt im Landesfürsorgeheim Glückstadt gelandet war, blieb mir lange Zeit ein Rätsel. Denn verbrochen hatte ich nichts.
Trotzdem hatte man mich weggesperrt in ein Heim, das zwar nicht Gefängnis genannt wurde, jedoch genauso funktionierte und nahezu den gleichen Regeln unterlag. Seltsamerweise folgte dies auf eine Zeit umfassender Selbstbestimmung, auf einen kurzen Abschnitt, in dem ich mich völlig frei fühlte. Ganz offensichtlich gestand man mir dies jedoch nicht zu. In meinen Teenagerjahren waren meine Idole Musiker, Eric Clapton, Dave und Ray Davis, Rock- und Popmusiker also, Typen mit langen Haaren, Erscheinungen, die niemals in meinen Heimatort hineingepasst hätten, in das Spießerkaff, in das meine Eltern wiederum hineingehörten. Sie waren Teil der Kriegsgeneration. Mein Vater war Berufssoldat gewesen und hatte im Krieg ein Bein verloren. Er war ein Typ alten Schlags. Jedes Mal, wenn er zum Friseur ging, musste ich mitgehen. Lange Haare wurden nicht akzeptiert. Wichtige Säulen im Leben meiner Eltern waren zudem ordentliche Kleidung und gute Ernährung, denn früher habe es an all dem gemangelt. Meine Mutter schmierte meine Schulbrote stets fingerdick mit der guten deutschen Markenbutter, die bei mir Würgereiz auslöste. Der Rock- und Popmusik, die ich mit meiner gebrauchten E-Gitarre spielte, konnten meine Eltern nichts abgewinnen. Die Musiktruhe mit Verstärker im Wohnzimmer zu benutzen, wurde mir verboten. Auch sonst besaß ich kaum Freiheiten. Bei Anbruch der Dunkelheit musste ich zu Hause sein, selbst im Winter. Taschengeld gab es nicht und die Arbeit, die ich im Kolonialwarenladen meiner Eltern ableistete, wurde mir nicht bezahlt. Sogar meine Schulferien gingen meist dafür drauf. Den Laden sollte ich irgendwann einmal übernehmen. Insofern war auch mein Berufsweg schon festgelegt. Die dafür geeignete Ausbildungsstelle vermittelte mir mein Vater über einen seiner alten Kameraden. Meine Lehre absolvierte ich in einem Feinkost- und Spirituosengeschäft. Nach etwa anderthalb Jahren schmiss ich hin, denn mein Ausbilder hatte mich geschlagen und das völlig zu Unrecht. Den Vorfall, dem die Backpfeife zugrunde lag, hatte mein Kollege verursacht. In meinen Augen musste sich mein Chef daher bei mir entschuldigen. Er tat dies nicht. Und so jobbte ich in der Folgezeit in einem Versandhandel, statt meine Ausbildung weiterzuführen. Ich nahm Doppelschichten an, um genug zu verdienen. Dass ich dadurch kaum zu Hause war, nahm ich als willkommenen Nebeneffekt wahr. Otto Hinrich Behnke geht danach auf Reise zusammen mit seinem Freund Norbert. Die beiden hauen ab, ohne das den Eltern zu sagen, und reisen nach Dänemark, also nur ein paar Kilometer weiter, und schlagen sich da den Sommer über durch, schlafen mal am Strand, kommen mal bei Mädchen unter, die sie dort kennenlernen, oder auch bei Erwachsenen, von denen sie sich dann auch wertgeschätzt fühlen, beziehungsweise mit denen sie sich auf Augenhöhe sehen, anders als sie das von zu Hause kennen. Irgendwann, als es dann etwas kühler wird, dem Herbst entgegengeht, kehren beide zurück und Otto will aber nicht nach Hause, sondern geht in eine WG zu Freunden nach Ahrensburg. Die werden in der Stadt selber als Gammler wahrgenommen, haben lange Haare, hören Rockmusik, tragen dunkle Kleidung und passen also nicht ins Gesamtbild. Otto trifft dann seine Schwester in der Stadt und die lässt ihn wissen, dass seine Eltern sich wiederum mit der Fürsorge auseinandergesetzt hätten, also eine Fürsorgerin aufgesucht hätten und Otto jetzt ins Heim kommen könnte, ja, also dass das schon in die Wege geleitet worden sei. Er nimmt das nicht ganz ernst, denkt, er wird jetzt einfach weiterziehen und zwar nach Berlin, will da arbeiten bei einem Freund auch in einem Betrieb, braucht dafür allerdings seine Papiere und fährt deshalb nochmal zu seinen Eltern. Dort wird er dann verhaftet. Man brachte mich direkt mit dem Streifenwagen nach Glückstadt, das mir zu diesem Zeitpunkt noch völlig unbekannt war. Ich hatte nie etwas vom dortigen Landesfürsorgeheim gehört. Wir passierten die Schleuse des roten Backsteinkomplexes. Im Eingangsbereich des Gebäudes war ein großes Wandgemälde zu sehen, das mich verdutzte. Das Bild zeigte ein Kornfeld, einen Bauern und einen kleinen blonden Jungen, über den der Ältere väterlich die Hand legte. Altbacken und wohl aus längst vergangener Zeit, dachte ich. Weniger Fragezeichen hinterließen die Gitter vor den Fenstern. Hier sollte ich also eingesperrt werden. Aber weswegen? Der Bau, in dem ich gegen meinen Willen gebracht worden war, schien seit Jahrzehnten nahezu unverändert. Später erfuhr ich, dass dieses Gebäude früher als Konzentrationslager und bis 1945 als Arbeitserziehungslager genutzt wurde. Nicht nur das Gebäude selbst und die Ausstattung waren schon vor 1945 vorhanden gewesen, auch einige Erzieher hatten bereits als Hilfspolizisten im damaligen KZ Glückstadt gearbeitet. Doch all das wusste ich noch nicht bei meiner Ankunft. Ich wusste ja nicht einmal, wo ich war und warum ich dort war. Die Situation erschien mir wie ein schlechter Trip. War ich nicht kurz zuvor noch auf dem Konzert von The Doors in Kopenhagen gewesen? Plötzlich fühlte ich mich völlig machtlos. Ich war nun kein freier Mensch mehr. Ich war untergebracht in einer geschlossenen Einrichtung, ohne den leisesten Schimmer, warum ich dort gelandet war und wie lange ich zu bleiben hatte. Unmittelbar nach meiner Ankunft brachte man mich ins Aufnahmezimmer. Ich zog die Vorhänge auf, auch hier waren die Fenster vergittert.
Auf dem Korridor hatten mir ein paar Jungs entgegengerufen, ich könne mich schon mal von meiner Matte verabschieden. Wenn dem so ist, dachte ich, dann mache ich das selbst. Und ich schnitt mir noch in der ersten Nacht mit einer Bastelschere die Haare ab. Am Folgetag wurde ich eingekleidet. Ich bekam einen Drillichanzug, graue Wollsocken, ein paar Holzlatschen, ein Wollpullover, ein gestreiftes Arbeitshemd und Unterwäsche. Dazu Seife, Zahnbürste und Zahnpasta. Meine Klamotten und persönlichen Sachen hatte ich zuvor abgeben müssen. Ich wurde in die Gruppe 1 eingeteilt, die Aufnahmegruppe, wie ich später herausfand. Schließlich kam ich auf ein Sechsmannzimmer. Dort war ich Stubenältester. Immerhin zählte ich schon 19 Jahre. Viele der Jungs, die hier waren, waren erst um die 15, 16 oder 17 Jahre alt. Das mag seltsam klingen, doch mir widerfuhr zu Beginn meiner Zeit im Heim großes Glück. Die gängige Einstandsrallye, die von den Erziehern mindestens geduldet, wenn nicht gar gewollt war, konnte ich umgehen. Josef, einer meiner Zimmergenossen, tat sich von Beginn an als Beschützer hervor. Lasst den Jungen in Ruhe oder ich pump euch alle um, ließ er die anderen in seinem badischen Akzent wissen. Es handelte sich bei Josef um einen großen, breitgebauten, pockennarbigen Jungen, dem die anderen auf dem Flur aus dem Weg gingen, sobald er ihnen entgegenkam. Doch war er ein herzensguter Kerl. Die Dresche, die ein Neuankömmling normalerweise in dieser Erziehungsanstalt erwartet hätte, bekam ich nicht zu spüren. Und auch nachfolgend stand ich unter dem Schutz Josefs. Freundschaftliche Beziehungen unter den Jugendlichen gab es jedoch kaum. Das war auch von den Erziehern und von der Heimleitung beabsichtigt. Wenn die Eingesperrten sich gegenseitig misstrauten und zum Teil auch gegenseitig bespitzelten, war die Gefahr eines Aufstandes gering. Gewalt und Misstrauen unter den Zöglingen erleichterte den Erziehern schlicht den Job. Ahnung von Erziehung hatten sie jedenfalls nicht. Keine Ausbildung oder Vorerfahrung. Herr W. etwa, ein Boxer, kannte oft nur Gewalt als Mittel. Andere schmissen mal mit dem Schlüsselbund oder schlugen damit. Er hat vor allem geprügelt. Auch mich hat er mit seinem Ledertotschläger verdroschen, nachdem ich mit den Jungs aus meinem Zimmer versucht hatte, den Schlüsselbund aus dem Erzieherzimmer zu entwenden. Mit Besteckteilen und dem Eisengestänge unserer Betten hatten wir ein Loch in die Wand unseres Zimmers geschlagen. Wir wurden erwischt und als Ältester sollte ich die Knochen hinhalten. Du Hund, du Hund, du Hund, schrie er, während er mich schlug. Der Alltag im Heim war vor allem geprägt von Arbeit, Zwangsarbeit, um genau zu sein. Denn nach dem Wecken um 6 Uhr mussten wir Tag für Tag unentgeltlich für die Betriebe und Firmen schuften, die bereits vor 1945 von Zwangsarbeit profitiert hatten. Das Einzige, was uns als Vergütung entgegengebracht wurde, waren ein paar Filterzigaretten, je nachdem, wie viel man geschafft hatte. Es gab verschiedene Abteilungen, in denen man eingeteilt werden konnte. Ich war die gesamte Zeit meiner Unterbringung auf dem Strickboden und sollte dort Fischernetze für die Firma Oellerking knüpfen. Die gibt es heute noch. Für etwa 1000 Knoten bekam man eine Zigarette. Es handelte sich also im Glückstadt um oft nicht verurteilte Minderjährige, maximal Eierdiebe, die eingesperrt waren und unter Zwang körperliche Arbeit verrichten mussten und dafür in Zigaretten entlohnt wurden. All das spielte sich in einer staatlichen Einrichtung in Westdeutschland 1970 ab. Etwa einen Monat, nachdem man mich an diesen Ort gebracht hatte, versuchte ich auf offiziellen Wege aus dem Loch herauszukommen, das ich Erziehungsheim schimpfte. Ich schrieb einen Brief an das Amtsgericht Ahrensburg und versuchte herauszufinden, was ich eigentlich in Glückstadt sollte und warum ich genau dort war. Die Heimleitung hatte mir zuvor auf mein Drängen mitgeteilt, ich sei wegen drohender Verwahrlosung bei ihnen. Verwahrlosung, damit konnte ich nichts anfangen. Verwahrlost war ich weiß Gott nicht. Wie kamen die da drauf? Dem Gericht versuchte ich klarzumachen, dass ich nicht nach Glückstadt gehörte, dass es sich nicht gut auf mein Leben auswirken könne, wenn man mich an diesem Ort weiter gefangen hielt. Allein es nützte nichts. Ich blieb weiterhin eingesperrt in einer Einrichtung, in der man uns einmal die Woche duschen und die Unterwäsche wechseln ließ, in der man Jugendliche sanktionierte, indem man sie Tage, manchmal wochenlang in den Bunker in Isolation steckte, in der das Erziehungskonzept auf Brechen und Bändigen ausgelegt war. Die Verwahrlosung fand hier statt, nicht draußen. Gut, zum Schluss springen wir sozusagen in die Gegenwart, in die Hasenburgheime, die es also in Brandenburg gab und die erst 2013 geschlossen wurden. Und ich lese einen Auszug aus der Geschichte von Renzo Martinez, geboren 1990. Er war von 2003 bis 2006 in der Hasenburg und war also bei der Einweisung 13 Jahre alt. Ich habe die Hasenburg als eine unglaubliche Ungerechtigkeit empfunden. Deswegen widersprach ich, wehrte mich gegen Zwangsmaßnahmen. Es wurde nicht versucht, mit mir zu reden. Stattdessen drückte der Erzieher jedes Mal den Alarmknopf an seinem Walkie-Talkie. Von allen Seiten kamen dann die Erwachsenen angerannt.
In der Hasenburg war es normal, dass sich mehrere Erzieher auf dich geworfen haben und auf dir lagen. Oft wurde ich auf dem Brandschutzteppich niedergedrückt. Der war ausgesprochen rau und verursachte schnell Schürfwunden. Die Maßnahme dauerte so lange, bis man aufhörte, sich zu wehren und versprach, das Verlangte zu tun. Zum Beispiel wurde ich genötigt, 100 Kniebeugen zu machen. Ich wollte das nicht, aber ich wurde gepackt, auf die Knie gezwungen und wieder hochgezogen. Weil ich mich zur Wehr setzte, wandte man eine sogenannte Anti-Aggressionsmaßnahme gegen mich an. Das heißt, ich wurde im Anti-Aggressionsraum auf dem Bett mit Gurten gefesselt. Über mir strahlte ein grelles Licht. Ich war sehr oft im Anti-Aggressionsraum, nicht weil ich aggressiv war, sondern weil ich mich verweigerte. Es gab drei Phasen in der Hasenburg. Die rote, das war die erste, die jede und jeder durchlief und in der man völlig rechtlos war. Man durfte einfach gar nichts, war isoliert von den anderen und musste sogar klopfen, um aufs Klo zu dürfen. In der gelben Phase bekam man ein paar Freiheiten und durfte allein auf dem Gelände rumlaufen. In der grünen Phase lebte man in Bungalows, die sich etwas weiter weg befanden und konnte sich frei bewegen. Man wurde Selbstversorger und erhielt einen Schlüssel für den Bungalow. Die grüne Phase habe ich nie erreicht. Die meiste Zeit befand ich mich in der roten, in der man wie ein Gefangener behandelt wurde. Ich bin dann in der Hasenburg suizidal geworden. Um den Stress zu kompensieren und den Druck loszuwerden, habe ich angefangen, mir selbst weh zu tun. Heimlich habe ich von einer Pinnwand eine Pinnnadel in mein Zimmer geschmuggelt und mich damit geritzt. Einmal kam die Erzieherin Frau R. an meine Zimmertür. Sie hat mir zugeguckt, wie ich mir die Pinnnadel mit voller Gewalt in den Arm gestochen habe. Alles war voller Blut. »Bist du jetzt fertig?«, fragte sie eiskalt. Ich habe mich so leer gefühlt, dass ich mich selber nicht mehr spürte. Das war der Zeitpunkt, an dem ich gebrochen war, etwa 1,5 Jahre nach meiner Einweisung. Zu meiner Mutter hatte ich kaum Kontakt. Die wenigen Telefongespräche wurden von den Erziehern mitgehört, Briefe wurden kontrolliert, ab und zu kamen Vertreter vom Jugendamt Remscheid. Die haben sich angesehen, wie es im Heim so lief, doch ich durfte häufig gar nicht mit ihnen sprechen. Und wenn, wurde ich vorher indoktriniert, das ist ein wichtiges Gespräch, wenn du dich gut anstellst, wirst du entlassen. Man wurde so weit manipuliert, bis man sagte, was die Erzieher wollten, nämlich, dass die Hasenburg das Beste wäre, was einem je passiert sei. Ich habe versucht, mich zu erhängen und versucht, mich selbst zu ersticken. Eines Tages bin ich die Treppe runtergesprungen, um mich umzubringen. Ich bin am Geländer hängen geblieben, der eine Fuß zeigte in die komplett falsche Richtung. Ich hatte mir ein Sprunggelenk gebrochen, das Knie verletzt und wurde ohnmächtig. Auf dem Weg ins Krankenhaus kam ich zu mir, ich lag unangeschnallt im Auto. Im Juni 2005 hat sich ein Mädchen in dem Heim in Neuendorf mit einem Handtuch erhängt. Sie hieß Katja, war 15 Jahre alt und litt an einer Essstörung. Herr B. teilte uns mit, dass Katja gestorben sei und dass sie das Hilfsangebot nicht angenommen habe. In Wirklichkeit wurde sie so lange gedemütigt, bis sie es nicht mehr aushielt. In der Hasenburg wurde man ständig runtergemacht. Das geschah systematisch. Man musste sich jede Selbstverständlichkeit mit Chips verdienen. Es wurde das sogenannte Token-System praktiziert. Wir wurden darauf getrimmt, diese Chips unbedingt zu verdienen. Wer am Abend keinen Chip bekam, musste sofort aufs Zimmer. Es gab einen Katalog dafür, was eine Tätigkeit oder bestimmte Freiheiten kosteten. Ich habe häufig den Punkt nicht bekommen, weil ich nicht richtig sauber gemacht hatte oder das Bett nicht 100-prozentig in Ordnung war. Wenn also beispielsweise ein Knick im Kissen war oder noch Staub auf der Fensterbank lag. Einmal verdiente ich 33 Tage in Folge den Chip und war sehr stolz darauf. Doch dann habe ich ein einziges Mal das Bett nicht richtig gemacht und keinen Chip bekommen. Da bin ich total ausgerastet. Ich fühlte mich wertlos, als Versager. Ich musste ins Zimmer, fing dort an, meinen Kopf gegen die Wand zu schlagen. Ich verhielt mich autoaggressiv, um den Druck loszuwerden. In der Zeit begann ich damit, Gedichte zu schreiben und versuchte dabei, alles auf den Punkt zu bringen, was ich damals gefühlt habe. Bin tot, kann nicht leben, habe kein Herz, keiner kann mir seins geben. Das war das erste Gedicht, das ich in der Hasenburg schrieb.
Starker Tobak, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Frau Poppe, Herr Poppe, für diese Einblicke. Nur Einblicke, mehr sind es im Augenblick noch nicht in Ihr Buch. In Ihr Buch, das wir gleich vorstellen wollen, das wir gleich in einer Diskussion vorstellen wollen. Ich muss es noch einmal sagen zur Erinnerung, die beiden letzten Stücke, die wir jetzt gerade gehört haben, beziehen sich nicht auf die DDR. Sie beziehen sich auf Vorgänge in der alten Bundesrepublik 1970 und im Vereinigten Deutschland in den Nullerjahren. Und wir werden gleich in der Diskussion versuchen, den Fragen etwas näher zu treten, was Heimerziehung sozusagen spezifisch war in der DDR, was Heimerziehung auch in der Bundesrepublik vor 1990 war und was die Gründe dafür waren, dass es derartige Ereignisse auch noch und Vorkommnisse und schreckliche Untaten, die Kindern angetan worden sind, auch noch im 21. Jahrhundert im Vereinigten Deutschland gegeben hat. Ich freue mich auf diese Diskussion. Naja, das ist vielleicht nicht ganz richtig, das Wort freuen zu verwenden. Ich glaube, dass es notwendig ist, dass wir diese Diskussion führen, dass wir uns bisher zu wenig auseinandergesetzt haben mit diesen Problemen und dass wir zu wenig auf diejenigen gehört haben, die von dieser schrecklichen schwarzen Pädagogik, wie der übergreifende Begriff vielleicht am besten leitet, und wir jetzt sozusagen darüber diskutieren können. Und ich freue mich darüber, dass wir das tun können. Ja, Frau Poppe, Herr Poppe, Sie haben uns Einblicke gegeben in Ihr Buch. Wir kommen dann gleich darauf, wie Sie zu diesem Buch gekommen sind, wie Sie das gemeinsam erarbeitet haben. Aber zunächst möchte ich noch ein, zwei Worte zu den beiden weiteren Gästen hier auf dem Podium sagen. Auch noch ganz herzlichen Dank an die Bundesstiftung Aufarbeitung für die Organisation hier. Sie haben allesamt jetzt schon gehört Einblicke in dieses Buch und wir werden das vertiefend diskutieren. Und ich begrüße ganz, ganz herzlich Katrin Begoyen-Weber, ganz außen von mir aus betrachtet, rechts außen. Sie waren mit 15 Jahren in das System der Jugendhilfe, auch das werden wir noch vertiefen, diesen Begriff, ich benutze den bitte immer nur mit Anführungszeichen, in dieses System der Jugendhilfe geraten und waren seit 1984 in Jugendwerkhöfen, darunter auch einige Monate, ich glaube von Januar bis Mai 1985, ja, im geschlossenen Jugendwerkhof Torgau. Sie erzählen Teile Ihrer Geschichte, sicherlich nicht die ganze, Teile Ihrer Geschichte auch im Buch, das wir heute hier gemeinsam vorstellen. Direkt neben mir begrüße ich sozusagen eine von der wissenschaftlichen Profession mit dem Thema befasste Expertin, Frau Zensebrunn-Benz. Sie sind Historikerin und arbeiten als Wissenschaftlerin, Historikerin im Kontext der Gedenkstätte geschlossener Jugendwerkhof in Torgau. Und im kommenden Jahr, im Februar, glaube ich, erscheint Ihr Buch, und jetzt muss ich nachgucken, Stiefkinder der Republik über das Heimsystem der DDR und die Folgen. Das heißt, Sie haben auch wenige Monate nach den beiden Poppes eine Studie vorgelegt, die jetzt auch schon fertig ist, aber noch nicht gedruckt. Und Sie werden uns sozusagen aus Ihrer eher wissenschaftlich und nicht so sehr von der Vermittlungsseite geprägten Sichtweise sicherlich das eine oder andere über das Heimsystem der DDR berichten können. Vielen Dank, dass Sie hierher gekommen sind. Ich darf noch etwas vertiefen zu den Autoren des Buches, Grit Poppe. Sie sind Schriftstellerin, Sie haben sowohl Romane geschrieben, die sich an erwachsene Leser primär richten, wie eben auch eine ganze Reihe von Kinder- und Jugendbüchern. Eines Ihrer Bücher, Weggesperrt, war eine romanhafte, eine teilfiktionalisierte Auseinandersetzung mit dem Heimsystem, mit dem System der Jugendwerkhöfe. Und Sie haben jetzt diese Gelegenheit genutzt, sich noch einmal intensiv damit zu beschäftigen oder ein Sachbuch vorzulegen. Sie haben das gemeinsam getan mit Ihrem Sohn Niklas Poppe. Sie haben Germanistik und Geschichte studiert in Halle, wenn ich das richtig gelesen habe. Und sind vor allem tätig jetzt einerseits als Dozent an Universitäten, an der Universität Halle-Wittenberg und aber auch als freier Mitarbeiter an
Gedenkstätten. Also sie sind sozusagen das von der Profession her, was man einen Public Historian nennt. Sie machen Geschichtsvermittlung und genau das, meine Damen und Herren, ist ja auch das, was wir heute Abend hier tun wollen, gemeinsam mit Ihnen. Wenn die Technik mitspielt, werde ich irgendwann auch Fragen hier eingeblendet bekommen auf einem Bildschirm. Im Augenblick ist das noch nicht der Fall. Wir werden deshalb zunächst einmal hier versuchen, auf dem Podium ein wenig zu sprechen. Und ich darf mich zuerst an Frau Begoyen-Weber wenden. Wenn Sie zurückdenken an diese schwierige Zeit vor jetzt 37 Jahren, wenn ich richtig gerechnet habe, vor allem Torgau, das ist natürlich die Spitze dieses Systems oder der Tiefpunkt, je nachdem, aus welcher Perspektive man es betrachtet. Was war der geschlossene Jugendwerkhof Torgau Ihrer eigenen Erfahrung nach? Was sind die ganz charakteristischen Eigenheiten dieser Einrichtung gewesen? Also Torgau war eigentlich nur eine Einrichtung gewesen, um den Willen jedes Jugendlichen zu brechen, um dich fügig zu machen in jeder Hinsicht und um dich ganz einfach zu einem Ja-Sager heranzuziehen. Selbstständiges Denken war nicht erwünscht, selbstständiges Handeln war nicht erwünscht, genau wie in den anderen Jugendwerkhöfen, nur dort etwas extremer. Und ja, dort waren menschenunwürdige Verhältnisse, muss ich sagen, weil, ganz kurze Beispiel, zum Beispiel Toilettengänge. Es gab Nummer eins am Tag nur 3 kleine Becher süßen, ekligen Tee. Zu vorgeschriebenen Zeiten, morgens, mittags, abends. Toilettengänge gab es ebenso nur 3 zu vorgeschriebenen Zeiten. Ja, und dann hieß es in 5er-Reihe rechts, links um und im Dauerlauf zur Toilette. Da waren aber die Toiletten nicht, wie Sie sich das vorstellen, sondern da war keine Trennwand dazwischen, da war keine Tür. Da war nicht so ein bisschen Privatsphäre gewesen. Und bei den Jungs hat man gerne in die Tür in eine Erzieherin gestellt und bei den Mädchen einen Erzieher. Auch das war eine Art des Willenbrechens, dicht zu brechen. Dann das nächste mit zum Beispiel, ja, die Mädels, irgendwann hat man seine Tage und wir haben 3 Binden bekommen, bei denen, bei der körperlichen Belastung, ja. Und jede Frau weiß, es funktionierte nicht mit 3 Binden bei diesem Hof- und Drillsport, wie man aus Bootcamps eben kennt. Es funktioniert einfach nicht. Ja, wir haben uns tagsüber, also während der Arbeit, mit Toilettenpapier über Wasser gehalten und die Binden einfach für den Drill- und Strafsport aufgebraucht, also aufgehoben. Weil wenn du deine Unterwäsche beschmutzt hast, dann war das Beschmutzung von Volkseigentum und auch darauf stand wieder eine Strafe. Also Torgau war eigentlich nur eine Einrichtung gewesen, du konntest machen, was du wolltest. Die Vorschriften, die gegeben waren, die konntest, also es ging gar nicht, du wurdest so oder so bestraft. Und ich finde noch, das Schlimmste waren eigentlich die körperlichen und sexuellen Übergriffe gewesen, die auch in Torgau auf der Tagesordnung standen. So wie diese Einzelunterbringung, wie Dunkelzellen, wie vorhin schon Grit Poppe sehr schön erwähnt hat. In der Dunkelzelle, wenn du da drin bist, ja, 2 Tage überlebst es vielleicht oder hältst es aus, mit dir selber zu diskutieren. Ja, ab dem 3. Tag wird es dann schon gefährlich. Da quatscht er damit irgendwas, was gar nicht da ist. Ja? Und das in den jungen Jahren, es prägt dein Leben. Es prägt einfach dein Leben. Das, mehr kann ich dazu nicht sagen. Das glaube ich sofort, aber das ist natürlich etwas, dem wir später noch hier auf den Grund gehen wollen. Man kann beispielsweise lesen, wenn man sich über Torgau informiert, da seien 4000 Jugendliche in der Existenz dieses Lagers, also von 1900 oder dieser Einrichtung von 1964 bis 1989/90 durchgegangen. 4000, das klingt jetzt tatsächlich erstmal nicht so viel, aber tatsächlich reicht es nicht, auf Torgau zu schauen, auf den geschlossenen Jugendwerkhof. Und Frau Zenzelbrunn-Benz, Sie haben in Ihrem Buch Stiefkinder der Heimkinder der Republik gezeigt, und ich kenne bisher nur den Vorschautext, noch nicht mehr von dem Buch leider, dass es sich um eine sehr viel größere Zahl von Betroffenen Menschen, betroffenen Jugendlichen, betroffenen Kindern handelt. Sie sind auf eine Zahl von knapp 500.000 gekommen. Also müssen wir doch ganz offensichtlich den Blick deutlich weiten über diesen hoch
also über diese Spitze des Unmenschlichen, über den Tiefpunkt der Torgau war. Wohin müssen wir diesen Blick denn weiten? In den Zeitzeugenschilderungen, die wir eben schon gehört haben, waren ja solche Begriffe wie Spezialkinderheime schon aufgeschieden. Also der Blick nur auf Torgau greift zu kurz. Können Sie etwas dazu sagen? Genau, also der Blick nur auf Torgau greift zu kurz. Allerdings ist mein Ansatz und der Ansatz ja auch der Gedenkstätte, vor allem die Lebensgeschichten komplett in den Blick zu nehmen. Das heißt nicht nur die Institutionen, von denen es ja weit mehr gab. Und diese halbe Million knapp bezieht sich auf alle Heimkinder, die eine Einrichtung der sogenannten Jugendhilfe durchlebt haben. Also das sind auch Säuglingsheime, Normalkinderheime, Spezialheime, Jugendwerkhöfe. Was uns wichtig ist, dass man den Blick vor allem dafür bekommt, was sind das für Kinder? Und das ist, wenn man es lebensgeschichtlich angeht, was ich übrigens in meinem Buch auch tue, zu sehen, wo kommen diese Kinder her. Mir ist vorhin aufgefallen, dass gesagt wurde, wenn man renitent war, wenn man aufsässig war. Jetzt ist das, wenn man über diese Jugendlichen spricht und die in die Jugendwerkhöfe kamen und dann auch nach Torgau kamen, ich glaube, da kann sich jemand auch noch vorstellen, dass es tatsächlich vielleicht Jugendliche gibt, die etwas schwierig sind, die laut sind, die ihren eigenen Willen haben, die sozusagen zu Problemen führen. Das gibt es immer und gab es immer. Wenn wir jetzt aber ein vierjähriges Kind nehmen, das in einem gewalttätigen Elternhaus auswächst, das vielleicht schon sexuellen Missbrauch im Familienumfeld erlebt hat, und das kommt in ein Kinderheim und von diesem Kinderheim später in ein Spezialkinderheim und von diesem Spezialkinderheim in einen Jugendwerkhof und dann nach Torgau, was eine klassische Heimkarriere ist, dann wird deutlich, dass da ein Problem besteht. Dieses Kind hatte ein Problem und die Symptome und Ursachen sind überhaupt nicht analysiert worden und niemand hat versucht, diesem Kind zu helfen. Also natürlich gibt es manchmal den Anspruch, das Kind aus der Familie zu nehmen, weil es sexuelle Übergriffe gibt. Aber dann wird ihm eben nicht geholfen, sondern in diesem System gibt es keine Hilfestellungen, keine Fragen nach, was brauchst du, wie könnten wir diese Kinderseele wieder auf den rechten Weg bringen, sondern es gibt Unterordnungen, funktionieren. Und wer nicht funktioniert und wer einen eigenen Willen zeigt oder wer überfordert ist mit der Situation, bekommt immer eine härtere Strafe, eine noch härtere Strafe, eine noch härtere Strafe. Das muss man unbedingt im Blick haben. Und was mir wichtig ist, sind die Spätfolgen. Also wir haben jetzt aus dem Buch ja wirklich sehr eindrückliche Szenen gehört. Wenn ich heute Betroffene treffe, mit denen spreche, dann hören wir oft, ich kann nicht Fahrstuhl fahren oder ich kann es nicht ertragen, wenn jemand laut mit mir spricht, wenn jemand sagt, warten Sie, bis Sie dran sind. Da passieren Dinge. Das heißt, diese Leute haben nicht nur eine schreckliche Erfahrung gemacht, die sie traumatisiert hat, sondern sie sind geschädigt bis ins Heute und ins Hier und Jetzt. Viele nehmen Arztbesuche nicht wahr oder wichtige Operationen, die sie eigentlich bräuchten, weil sie Angst davor haben, wieder ausgeliefert zu sein. Und das ist, denke ich, etwas, was wir auch im Blick haben sollten, weil da unsere Gesellschaft heute etwas tun kann. Also es ist unglaublich wichtig, finde ich, dass man mit solchen Schicksalen und solchen Publikationen aufmerksam macht auf das, was war. Aber wir müssen uns ja auch fragen, was können wir denn heute? Wir sehen das und sind entsetzt, dass es das gab. Aber was können wir heute noch tun? Und gerade für die, die es noch gibt, das ist so ein wichtiger Punkt, denke ich. Und da ist auch die Gedenkstätte ja sehr engagiert, also gegen geschlossene Unterbringung heute zu agieren. Denn es gibt, die Hasenburgheime sind ja zum Glück mittlerweile geschlossen. Aber es gibt in Thüringen ja ganz aktuell tatsächlich wieder eine geschlossene Einrichtung. Und das wird heute dann eher unter diesen, es sind natürlich andere Begriffe, das heißt dann heute intensivpädagogische Betreuung. Letztendlich passiert dort aber das Gleiche, dass weniger auf das, also das Symptom analysiert wird und geguckt wird, wie kann man helfen, sondern man versucht mit diesen Bootcamp-mäßigen Mitteln eine Verhaltensänderung zu erzwingen, statt zu helfen. Und da müssen wir heute schon sehr wachsam sein. Wachsam auf jeden Fall. Wir können ein Problem aber vor allem dann angehen, wenn wir es als Problem erkennen. Das scheint mir gegenwärtig, zumindest was die etwas breitere Öffentlichkeit angeht, über die reine Gruppe der DDR-Spezialisten, der Spezialisten, die sich mit Heimerziehung, wenn man das so sagen darf, das Wort ist eigentlich in Anführungszeichen nur zu verwenden, Erziehung in diesem Zusammenhang hinaus, scheint mir das sehr wenig bekannt zu sein.
Und wir kannten ja auch bisher, oder ich jedenfalls kannte auch bisher, die Größendimension des Ganzen über Torgau hinausgehend quasi gar nicht. Sie, Frau Popper, haben schon 2009, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und richtig nachgeguckt habe, dieses Buch weggesperrt als Roman geschrieben. Wie sind Sie damals auf die Idee gekommen, gerade dieses Thema für ein Jugendbuch zu machen? Wie war Ihre erste Berührung mit diesem Thema? Sie sind in der DDR aufgewachsen, Sie waren am Ende der DDR so Mitte 20 etwa, waren dann auch in einer Bürgerrechtsbewegung als Geschäftsführerin eine Zeit lang engagiert. Also Sie haben natürlich Bezüge zu der Bürgerrechtsbewegung und der DDR-Aufarbeitung im allgemeinsten Sinne. Aber dann, fast 20 Jahre später, haben Sie nach vielen anderen Büchern dieses Buch weggesperrt geschrieben. Wie kam es dazu? Ja, das hatte eigentlich auch viel mit meinem Sohn damals zu tun, weil er war in der 10. Klasse zu dem Zeitpunkt und er hatte immer einen großen Freundeskreis und die kamen auch immer alle fast komplett mit zu uns nach Hause. Und ich habe natürlich auch viel mit den Jungs da gesprochen und natürlich waren da auch welche dabei, die zum Beispiel der Antifa angehörten oder so eine Ansichten hatten und teilweise kamen dann eben auch so ein bisschen merkwürdige Geschichten über die DDR. Also und gleichzeitig fand eben auch nicht statt, dass die ja seine Schulklasse da mal so einen Tag gemacht hat, dass die mal ins Lindenhotel gegangen sind, also in den Stasi-Knast von Potsdam, wo es ja auch Zeitzeugenberichte, also wo man Zeitzeugen anhören kann oder dieses Gefängnis besichtigen kann. Das alles fand eben nicht statt und stattdessen wurde diese Ostalgie immer extremer. Also die gibt es ja immer noch, aber damals fand ich das unerträglich eigentlich. Und ich hatte ja schon eben Bücher geschrieben, also Kinderbücher und auch für Erwachsene und dachte, okay, jetzt musst du mal eine Geschichte finden, die also klar macht, für Jugendliche, was ist denn eigentlich der Unterschied also zwischen heute und Demokratie und Diktatur und hatte am Anfang eigentlich nur diese Idee, also es beginnt halt damit mit einer Verhaftung. Die Mutter von einer 14-Jährigen wird verhaftet, also von der Protagonistin. Und dachte, okay, was ist jetzt mit der? Und dann kommt die ans Heim und habe angefangen zu googeln, bin sofort auf Torgau gestoßen und habe diese Bilder gesehen. Ich habe erst gedacht, nee, das kann nicht sein, glaube ich jetzt nicht. Also nur diese Bilder, ja. Also und dann habe ich natürlich versucht, Kontakt aufzunehmen zur Gedenkstätte nach Torgau und bin dort also ziemlich schnell hingefahren und habe mir da diese Akten, die ja zugänglich sind, zum Teil geben lassen. Und die haben mir dann auch die ersten Zeitzeugenkontakte verschafft. Und dann habe ich also angefangen, mich beispielsweise mit Stefan Lauter zu treffen aus Berlin. Und mir war auch klar, ich kann ihn nicht sofort nach Torgau fragen oder überhaupt die Zeitzeugen. Ja, also ich wollte nicht, wir kennen uns nicht und dass da ein Vertrauensproblem existiert, war mir schon klar. Und wir haben uns sehr viel Zeit gelassen und immer wieder getroffen. Es war nicht nur ein Interview, sondern ja, also relativ häufig. Und er hat dann auch immer mehr erzählt, also und ist immer mehr ins Detail gegangen. Und man hat auch gemerkt, dass ihm das total wichtig war, das alles so genau zu erzählen. Ja, und dann kamen eben im Laufe der Zeit noch andere Zeitzeugen dazu. Und ich wusste dann plötzlich, das ist so ein Thema, da kann ich auch nicht zurück oder so. Ne? Also die hatten dann natürlich, also ich habe ja gesagt, was ich vorhabe, dass es so eine Dimension hat, das war mir am Anfang noch nicht so klar. Und dann, als ich aber so ein Gespür dafür bekommen habe, also wie geht es denen heute nämlich richtig schlecht auch, dachte ich, okay, das muss man jetzt einfach auch bearbeiten. Ja, man kann es nicht einfach links liegen lassen. Das ist so ein drängendes Thema, das muss raus. Und ja, und mittlerweile, also manche haben mich auch gefragt. Das war die Geschichte des Romans und dann kam das Sachbuch. Vielleicht frage ich danach Ihren Sohn. Sie haben ja, haben es ja gemeinsam geschrieben. Sie sind nun studierter Historiker und Germanist. Wie kam es denn dann zur Entscheidung, nachdem Ihre Mutter diesen Roman, der ja auch in mehreren Auflagen vorgelegt worden ist, der mehrere Preise, wenn ich das richtig gesehen habe, bekommen hat, den ich nicht gelesen habe. Wie kam es dann zur Entscheidung, ein Sachbuch zum gleichen Thema zu machen, das, und dann noch dazu in dieser Konstellation Mutter und Sohn gemeinsam? Die Idee war von Grütz, auf jeden Fall. Also sie hatte ja
gerade schon erzählt, viel Kontakt schon gehabt zu Zeitzeugen, Interviews geführt. Und aus diesem Pool von Geschichten und auch Bekanntschaften dann mit der Zeit und auf der auch Freundschaften entstand anscheinend das Interesse, also ich erzähle jetzt für dich, ich hoffe, das ist okay, entstand dann das Interesse daraus, mal ein Sachbuch zu machen. Ja, und ich bin in dem Kontext gerade fertig geworden mit dem Masterstudium, so in etwa zumindest. Und ich glaube, das hast du zum Anlass genommen, auch so ein bisschen, um zu fragen, ob ich dann Lust und Zeit habe, weil Zeit hatte ich ganz offensichtlich in dieser Phase und Lust sowieso. Ja, und dann ging es eigentlich relativ flott, ja, dass wir uns dann auch überlegt haben, dass wir vielleicht noch mal ein bisschen mehr machen wollen als jetzt allein DDR-spezifisch, weil doch oftmals auffällig ist, dass es eine Gemengelage gibt zu manchen Zeiten, manchen Heimen, sofern sie denn totale Institutionen sind, also geschlossen sind, die sich vergleichen lassen, ja, oder die ähnlich scheinen. Und somit sind wir dann auf einen breiteren Blick gekommen. Und ich hatte dann durch meine Beschäftigung vor allem mit dem Nationalsozialismus beispielsweise noch ein Themenfeld, was ich halt mit reinbringen konnte. Und ja, also wir haben dann, glaube ich, auf einer relativ angenehmen Art und Weise zusammengearbeitet. Ich habe vorwiegend Sachtexte geschrieben und ein bisschen den NS-Part gemacht und Bundesrepublik. Ja, und DDR-betroffene Berichte waren vor allem von Grütten. Vielen Dank. Ich habe jetzt schon die ersten Fragen, denn unsere Technik funktioniert, meine Damen und Herren. Und es ist ja guter Brauch hier in der Bundesstiftung Aufarbeitung, dass wir bei Veranstaltungen mit Publikum die Fragen aus dem Publikum und bei virtuellen Veranstaltungen die Fragen von Ihnen draußen im virtuellen Raum, im Nirvana möchte ich nicht sagen, denn Sie sind ja zum Glück da, einbeziehen wollen. Und ich sehe zwei Fragen, die wir vielleicht, die ich, so wie ich sehe, beide auf Durchgangsheime, auf Spezialheime und auf Torgau vermutlich sich beziehen, die wir vielleicht zusammenfassen können. Die Frage ist, gehen Sie in dem Buch auch auf Verbrechen der Medizin ein? Soll hier konkret gefragt nach der Problematik schwangerer Mädchen, schwangerer Insassinnen, deren Lebenswandel in der DDR als nicht sozusagen mit den sozialistischen Grundsätzen vereinbar galten und die deshalb teilweise ohne ihr Wissen und vor allem gegen ihren Willen behandelt wurden, gynäkologisch behandelt wurden. Ist das ein Thema, das Sie behandeln können in diesem Kontext oder ist das einfach ein sehr weit noch sicherlich berechtigt ist, aber sehr weit über den Zuschnitt Ihres Buches hinausgehendes Thema, das keine so richtig große Rolle spielt. Naja, wir haben jetzt kein spezielles Kapitel zu den sogenannten Tripperbogen, wenn die jetzt hier gemeint sein sollten. Also wir haben uns konzentriert auf die Geschichten, die uns erzählt wurden von den Zeitzeugen und Zeitzeugen. Und natürlich kommt es auch immer mal wieder vor. Also das ist zum Beispiel in Durchgangsheim Berlin-Altstrahlau zu Zwangsuntersuchungen bei Mädchen gekommen ist, also so zu zwangsgynäkologischen Untersuchungen. Das wird auch mit angesprochen. Es wird auch Missbrauch mit angesprochen. Aber wie gesagt, immer, wir folgen den Geschichten der Betroffenen. Und davon gibt es sehr viel mehr Geschichten, die natürlich nicht alle in diesem Buch, auch wenn es 450 Seiten umfasst, sozusagen untergebracht sein können. Deshalb vielleicht die Frage an die Wissenschaftlerin, die sich mit Themen aus diesem Umfeld beschäftigt. Gibt es dazu schon spezifische Forschung zu den Problemen, zu den besonderen Problemen, medizinischen Problemen, zu den medizinischen Verbrechen, die jungen Frauen, jungen Mädchen angetan worden sind? Also es gibt, ob jetzt spezifisch zu den jungen Mädchen, das könnte ich nicht sagen, aber es gibt erste Studien darüber, dass ja ohne Einverständnis der Insassen, das ist klar, aber auch ohne Einverständnis der Eltern Medikamente verabreicht wurden, und zwar zum Teil in einer unglaublich hohen Dosierung, die auch, das weiß ich jetzt aber durch Einzelfälle, die von Betroffenen, mit denen ich gesprochen habe, die das auch in den Akten belegen konnten, wo selbst ein Arzt, der damals zugezogen wurde, entsetzt war über die hohe Dosierung und über die Nebenwirkungen, die nämlich das Kind erst recht aggressiv machten oder nicht aggressiv machten, aber die Gefühlswelt so abstumpften, dass er dann aber immer heftiger reagierte. Also das Thema, dass Medikamenten gegeben wurden und in unverhältnismäßigen Weisen, das ist bekannt. Und
Ja, also spezifische Studien kenne ich jetzt dazu auch nicht, aber... Ich stelle mir auch vor, Sie haben zwar eben gesagt, dass es einzelne Fälle gibt, in denen das in den Akten belegt ist, aber ich stelle mir vor, dass wir da auch ein echtes Quellenproblem haben, denn ist denn das in diesen Einrichtungen, und ich sage es nochmal, der Jugendhilfe in Anführungszeichen, dokumentiert worden, was da teilweise an Medikamenten gegeben wurde? Haben die, ich habe solche Akten nie gesehen. Wie detailliert sind die? Wie muss ich mir das vorstellen? Was kann man daraus alles schließen über das, was den jungen Menschen angetan worden ist? Also dadurch, dass wir in der Gedenkstätte jetzt auch nie spezifisch dazu geforscht haben, also sozusagen auf die Suche gegangen sind, und wir haben ja hier das Problem rein personendatenschutztechnisch, dass wir auch nur Einsicht in Akten bekommen, wenn die Betroffenen ihre Einverständniserklärung gegeben haben. Das heißt, wir brauchen einen Namen und eine Person, dann können wir suchen. Wenn man sucht, ist die Aktenlage extrem unterschiedlich. Es gibt Fälle, wo man wirklich vom Säuglingsheim über das Kinderheim bis zum geschlossenen Jugendwerkhof Torgau dicke Akten hat mit ganz, da sind zum Teil wirklich auch spezifisch, die Kinder mussten zum Beispiel immer Briefe nach Hause schreiben. Da hat ein Erzieher in dem korrigierten Text vermerkt, es sei kein Besenstiel, sondern ein Schrubberstiel, mit dem man den Jungen verprügelt hätte. Also man findet tatsächlich extrem viele sehr genaue Details in diesen Akten. Man findet auch über Medikamente Akten. Also das ist zum Teil schon sehr bürokratisch. Was man gibt, schreibt man auf. Und da gibt es ja auch Medikamentenplan und Übergabelisten und Übergabeprotokolle. Da findet man in einigen Fällen schon sehr viel. Es gibt leider auch Fälle, in denen man praktisch gar keine Akten findet oder vielleicht nur einen Eintrag ins Belegungsbuch. Und wo dann aber auch dafür ist, die Gedenkstätte ist ja Anlaufpunkt für sehr viele Betroffene, nicht nur die in Torgau waren, sondern generell die im Heimsystem waren. Und durch diesen breiten Schatz an Erinnerungsberichten findet man dann natürlich schon Belege oder kann sagen, wenn sich 10 Leute, die in unterschiedlichen Heimen waren oder zu unterschiedlichen Zeiten, die gleichen Situationen erzählen, oder nicht genau die gleichen, aber Sie wissen, was ich meine, dann können wir natürlich sagen, ja, das ist jetzt kein Einzelfall, das ist nicht die Erinnerung eines Einzelnen, denn damit hat man natürlich auch zu kämpfen aus wissenschaftlicher Sicht, wenn eine Person mir etwas erzählt, Sie alle kennen das, 5 Personen sind in einem Raum und sollen am nächsten Tag erzählen, wie es war. Das sind 5 unterschiedliche Geschichten. Der eine empfindet auch jemanden als sehr übergriffig, der andere empfindet den als sehr locker. Und in diesen Erinnerungsberichten von ja sehr jungen Menschen, die unglaubliche Gewalt und Demütigung erlebt haben, fließt natürlich auch, Erinnerung ist immer lebendig, fließen auch Wünsche und Überlebensstrategien mit ein, sodass man auch wirklich viele Berichte braucht, um sagen zu können, es ist eben, man kann es nicht abtun als, naja, da war einer, der war vielleicht auch empfindlich, der war vielleicht auch, also hatte Gründe, sondern dass man daraus etwas Fundiertes machen kann, braucht es einfach diese Breite. Frau Begonnen-Weber, Sie sind einerseits natürlich Betroffene, andererseits beschäftigen Sie sich auch zur persönlichen Verarbeitung, ja, Ihrer Erlebnisse damit. Wie sehen Sie es? Also haben Sie Kenntnisse über so etwas wie medizinische Vergehen, wie wir das eben sozusagen angesprochen haben, Medikamentierung in Überdosen mit teilweise fürchterlichen Nebenwirkungen, natürlich gegen den Willen der Betroffenen, bis hin eben auch zu zwangsgynäkologischen Untersuchungen bei Mädchen? Oder ist die Situation Ihrer Kenntnis nach irgendwie anders? Also erstmal Nummer 1 mit diesen gynäkologischen Untersuchungen. Das war wirklich so gewesen. Gerade als Strahlauer, also das war extrem. Du musstest ständig, bist du hingekommen, du musstest auch, wenn du dort warst, über eine Woche, musstest du auch das zweite Mal, die nächste Woche auch wieder. Und das hat für viele Betroffene bis heute noch Wirkung, dass sie eigentlich nicht zu Untersuchungen zum Frauenarzt gehen. Also ich kenne persönlich auch einige, die dann sagen, nein, ich gehe da nicht hin, ich habe da einfach nur Angst. Ich möchte mich der Sache nicht aussetzen. Die andere, wo ich drauf kommen wollte, wegen den Unterlagen. Ich habe zum Beispiel meine Jugendhilfeakte habe ich angefordert, und in der Jugendhilfeakte, muss ich sagen, ist alles sowas von verschönt. Ich bin wohlbehütet aufgewachsen, ja. Und mich hat man aus meinem Elternhaus rausgezogen, weil mein Vater nicht zur Stasi wollte. Auch das habe ich belegbar in der Stasi-Akte meines Vaters. Und er hat gesagt definitiv zweimal, nein, ich mache sowas nicht.
Na, und daraufhin haben sie eben dieses Gerücht in der Schule verstreut, mein Vater ist bei der Stasi. Klar haben sich alle von mir abgesagt. Aber alles, was in der Jugendhilfeakte drin steht, also ich habe sie nicht komplett durchgelesen. Ich habe auch meine Mutter, die jetzt mittlerweile 87 Jahre ist, nur zwei Seiten gezeigt oder Teile von zwei Seiten vorgelesen. Ich habe bemerkt, wie sie sie war so wütend, weil das sind Lügen, was da drin stehen. Verschönende Sachen einfach. Ja. Und das ist eigentlich das Beängstigende. Ja. Und auch mit Untersuchungen jetzt, gerade in Torgau oder was. In Torgau war es so gewesen, in diesem Interview vor sechs Jahren von den Hinse und den Amtsarzt von Torgau zum Beispiel. Wer war jetzt der Hinse? Das sagen also Sie es doch war ein noch. Sogenannter Erzieher. Das in war ein Torgau. Erzieher. Ja, ja. Und wir haben aus unserer kindlichen Naivität raus spitze Gegenstände vor einen Erwachsenen geschluckt. Ne? Mit der wirklich Naivität, wenn das ein Erwachsener sieht, dann müssen wir in eine Krankenabteilung oder es kommt ein Arzt, hilft uns. Und, oder vielleicht kommen wir ins Krankenhaus und können uns diesen straff durchorganisierten Tagesablauf einfach mal entziehen, wenn es nur für ein paar Tage ist. Aber dieser Herr Hinse, was ein Erzieher war, der sagte ja in diesem Interview, und so hat er auch damals gehandhabt, man kann eine Rasierklinge verschlucken, es passiert gar nichts, da gibt es ein gutes Mittel, Sauerkraut, morgens, mittags und abends. Wenn uns ein Erwachsener oder ein sogenannter Erzieher dabei erwischt hat, sind wir nicht zu einem Arzt gekommen, auch nicht wie in diesem Interview es gesagt wurde. Also ich habe zu meiner Zeit keinen Arzt, einmal einen Arzt gesehen, da hatte ich Zahnschmerzen, da haben sie mir den Zahn gezogen, fertig war's. Na? Aber bei solchen tragischen Sachen wie spitzen Gegenständen, denen war egal, ob wir über den Jordan gehen oder nicht über den Jordan gehen. Das war denen völligst egal. Wir waren Nummern für die. Wir waren einfach nur ein Niemand gewesen. Wir sind eine Woche in Arrest gekommen zur Bestrafung, weil wir Volkseigentum geschluckt haben und haben wirklich morgens, mittags, abends Sauerkraut gekriegt zu essen und nichts anderes. Und jeder kann sich vorstellen, was das mit dem Körper dann auch macht. Ja? Ja. Darf ich an unsere beiden Buchautoren die Frage richten? Wir haben gehört, dass es mit den Akten, freundlich ausgedrückt, schwierig ist. Also sie sind mal so und mal so und mal völlig geschönt, mal sehr ausführlich und manchmal gar nicht mehr vorhanden oder greifbar, oder man kommt aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht daran. Wenn ich mich an die Lektüre Ihres Buches richtig erinnere, spielen zumindest keine größeren Quellenstücke aus Akten dort eine Rolle. Sicherlich in den Überleitungstexten haben Sie was einbezogen. Wie sind Sie mit dieser Problematik, die es gibt, dieses ganz unterschiedliche Quellenmaterial umgegangen? Also die Torgau-Akten sind ja noch vorhanden. Also ich hatte ja jetzt bei dem kurzen Stück, wie gesagt, sind ja erst nur kleine Auszüge gewesen. Bei Silvia Schmeißer hatte ich das ja mit einbezogen, also diese Auszüge aus den Akten, um auch mal deutlich zu machen, die haben ja tatsächlich alles aufgeschrieben. Bei ihr ist es ja sogar vermerkt, dass sie in der Dunkelzelle war. Da steht ja wörtlich drin, wir mussten sie im Keller isolieren und da waren nur die Dunkelzellen. Ja. Also das heißt, die haben ihre eigenen Verbrechen aufgeschrieben. Und haben wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass es irgendjemand mal liest, der nicht in dieses System gehört. Also, ja. Was aber vermutlich nicht in den Akten stehen wird, meine Damen und Herren, ist das, was wir hier in einer weiteren Publikumsfrage angesprochen haben. Dafür vielen Dank. Die Frage lautet, sprechen Sie bitte unbedingt über die sexuellen Übergriffe seitens des Personals im geschlossenen Jugendwerkhof Torgau. Ich ergänze, es gab das nicht nur im geschlossenen Jugendwerkhof Torgau, sondern auch in einigen anderen Einrichtungen, habe ich gelernt aus Ihrem Buch. Das ist ein ganz besonderes, düsteres Kapitel, fragt unser Zuschauer, unsere Zuschauerin. Ja, können Sie, Herr Poppe, können Sie was vielleicht darüber sagen? Oder Sie, Frau Poppe, was ist Ihnen bei den Recherchen für Ihr Buch da begegnet? Denn das wird doch wahrscheinlich, würde ich jetzt mal annehmen, selbst in dicken Akten nicht
aufgeschrieben worden sein, sondern das ist ja von dem Direktor Kretschmer schon die Rede gewesen, bei dem offensichtlich das fast zum Normal gehört hat, dass er Insassinnen sexuell belästigt und genötigt und möglicherweise auch vergewaltigt hat. Das habe ich jetzt auch nicht ganz konkret aus Ihrem Buch entnehmen können. Das steht sicherlich nicht in den Akten. Da muss man auf Zeitzeugen, auf Betroffenen Schilderungen zurückgreifen. Wie stellt sich Ihnen das dar? Ja, da gibt es, also was Torgau betrifft, gibt es da zwei Aussagen, also von Zeitzeugen zu dem Kretschmer. Mir ist es auch schon bewusst geworden bei der ersten Recherche zu Horst Kretschmer, also zu dem Direktor dort, als ich zu Weggesperrt, also zu dem Roman recherchiert hatte, weil ich da auch eine Akte in der Hand hatte, wo also daraus hervorgeht, dass der IM, der auf ihn angesetzt war, wenn man so will, über seine Neigung berichtet hat. Da ging es allerdings um einen Jungen. Und es war offenbar auch dort Thema. Aber die Verantwortlichen, also in dem Fall ja Margot Honecker und das Volksbildungsministerium der DDR, haben darauf nicht reagiert. Also das muss denen ja irgendwie bekannt gewesen sein. Ja. Und es wurde halt geduldet oder in Kauf genommen, dass es dort zu Missbrauch an Kindern und Jugendlichen gekommen ist. Ja. Also wie gesagt, das steht auch mit im Buch. Wir sind den Geschichten der Zeitzeugin da auch gefolgt und ich habe das auch dann mit reingenommen, klar. Ja. Verschweigen geht natürlich überhaupt nicht, auch wenn man noch nicht, wenn man erst am Anfang einer Forschung steht und wenn man noch nicht genügend Material hat. Ich würde mir ja wünschen, dass dieser Direktor da mal wirklich, also dass seine Geschichte und wie er dazu gekommen ist, diese Jugendlichen so zu behandeln, von 1964 bis April 89 war der ja noch da. Also 68 ab Torgau, weil er war ja vorher schon Erzieher gewesen. Also das würde mich wirklich mal brennend interessieren, also weil das ist unglaublich, was der da angerichtet hat in diesen Jahrzehnten eigentlich. Und man hat ihm freie Hand gelassen. Ja. Da muss ich dann natürlich wieder unsere Historikerin fragen, Frau Zensebrunn-Wendt. Wie ist da oder gibt es da eine Forschungslage oder ist Ihnen bekannt, dass da Projekte laufen? Hat schon mal jemand versucht, dieser Person, um nicht zu sagen Figur Kretschmer, näher zu kommen? Ist Ihnen da irgendwas vertraut oder ist das ein Desiderat der Forschung? Also soweit ich weiß, ist das tatsächlich noch nicht erforscht und wäre auch sehr, sehr spannend. Was es gibt, wollte ich noch ergänzend sagen, es gibt ja auch so Überprüfungen innerhalb der DDR, was Jugendhilfeeinrichtungen betrifft. Und da gibt es sehr wohl von einigen Jugendwerkhöfen, also dann gibt es ja auch Berichte, das ist ja schon alles sehr bürokratisch und formal, in denen auf Missstände hingewiesen wird. Nun sind natürlich die DDR-typischen Missstände immer mit drin, dass die Gebäudesituationen schlecht sind, dass die Ernährung schlecht ist, dass so bestimmte Dinge nicht stimmen. Aber da wird durchaus auch darauf eingegangen, also es gibt einige Werkhöfe, in denen es sich sehr häuft, dass also sexuelle Übergriffe sich die Jugendlichen beschweren, beziehungsweise dass viele Mädchen schwanger werden. Also es gibt, das ist nicht so, dass das niemand wusste, nur es wurde eben nicht, es folgten keine drastischen Sanktionen, es gab keine großen Konsequenzen. Es gibt in einzelnen Fällen, konnten wir schon nachvollziehen, dass dann Erzieher versetzt werden oder verschwinden aus diesem Bereich, die sicherlich woanders dann wieder eingesetzt wurden. Also eher sozusagen schnell etwas wieder beruhigen, was gerade aufkocht und nicht das Problem beheben. Aber es scheint doch noch ein Thema zu sein, das der vernünftigen, breitquellen gestreuten, sowohl Zeitzeugen wie Akten einbeziehenden Forschung sozusagen offen steht. Genau. Wobei ich auch noch dazu sagen wollte, dass wir oft erleben oder dass man das aus den sowohl aus den Quellen als auch aus den vielen Erfahrungsberichten sehen kann, dass sexuelle Gewalt tatsächlich in allen Heimen eigentlich eine Rolle spielt oder fast allen Heimen. Es sei eine Randbemerkung, dass es auch
Erfahrungsberichte gibt, die ihren Heimaufenthalt als positiv beschreiben und es tatsächlich einige Heime gab, in denen Fürsorge gelebt wurde. Das gibt es auch, nur der Vollständigkeit halber. Der Großteil sieht anders aus. Und dass oft ein Problem ist, dass sexuelle Übergriffe auch unter den Insassen, also unter den Kindern und Jugendlichen ein Problem ist und dann die Erzieher sich vergehen. Also das ist oft, sind das Kinder, die dann in verschiedenen Einrichtungen mehrfach missbraucht werden, sowohl von anderen Kindern und Jugendlichen als auch von den Erziehern. Wir sind mit diesem Thema des sexuellen Missbrauchs auch schon bei der nächsten Publikumsfrage. Und das ist auch schon die Frage, die uns, wenn ich auf die Uhr schaue, in die Richtung fast schon der Schlussrunde sozusagen führt, meine Damen und Herren. Damit greife ich wieder etwas auf, was die beiden Buchautoren schon in ihrer Lesung dargestellt haben, in der wir ja zwei Beispiele aus der DDR gehört haben und zwei aus der Bundesrepublik, nämlich die eine von ungefähr 1970, also Anfang der 70er Jahre, und die andere erschreckenderweise, also erschreckend ist das alles, aber nochmal zusätzlich erschreckenderweise aus dem Vereinigten Deutschland. Und die Frage, die uns aus dem Publikum erreicht, ist die folgende: Was sind die wesentlichen Unterschiede zwischen der DDR-Jugendhilfe, wieder in Anführungszeichen, und vergleichbaren bundesdeutschen Einrichtungen? Und da würde ich noch hinzufügen, dass wir da wahrscheinlich noch eine chronologische Differenzierung vornehmen müssen, denn wir alle wissen ja, dass Heimerziehung erstens noch nie ein Vergnügen war. Wir haben alle Oliver Twist irgendwann mal gelesen. Das sind Situationen aus dem 19. Jahrhundert, die haben sich offenbar zu meinem Erschrecken auch im 20. Jahrhundert auch in westlichen oder demokratisch rechtsstaatlich organisierten Ländern teilweise in erschreckendem Maße gehalten. Die haben sich natürlich auch unter anderem Vorzeichen in sozialistischen Ländern gehalten. Jetzt nutzen wir doch mal die Gelegenheit dieser Publikumsfrage zu fragen, was sind denn die Unterschiede? Vielleicht kommen wir über diesen Weg näher an die, auf dieser ja etwas Gratwanderung. Vergleichen heißt ja nicht gleichsetzen. Vergleichen tut man etwas, damit man Ähnlichkeiten feststellen kann, aber eben auch Unterschiede. Und vergleichen wollen wir, aber wir wollen natürlich in keinem Fall gleichsetzen. Herr Poppe, wie wäre sozusagen Ihre Antwort auf die Publikumsfrage, was sind die wesentlichen Unterschiede zwischen dem System der DDR-Jugendhilfe mit der Spitze Tiefpunkt Torgau und den entsprechenden Situationen in Westdeutschland, sagen wir in den 70er und oder 50er, 60er, 70er Jahren und gar im Vereinigten Deutschland? Also zuallererst kann man da sicherlich auch einwerfen, dass, wenn wir schon über Chronologie sprechen, die 68er in der Bundesrepublik sicherlich viel bewirkt haben in Perspektive ab den 70er Jahren, was passiert in den westdeutschen Heimen. Ja, bis dato muss man sagen, also bis zu dem Zeitpunkt der Heimkampagne, gibt es in westdeutschen Heimen wahnsinnig furchtbare Zustände, die sich vergleichen lassen, durchaus vergleichen lassen mit der Situation in den Jugendwerkhöfen beispielsweise. Ideologisch ist das Konzept natürlich anders. Also während die DDR-Jugendhilfe selbst zum Beispiel mit politisch-ideologischer Schulung auch gearbeitet hat, ja, und Zwangssport, der Arbeitserziehung, der Kollektiverziehung und das alles auch ideologisch ausformuliert hatte. Es ist in der Bundesrepublik eher so, zumindest ist das mein Empfinden, ein langer Rattenschwanz des NS. Also dass wir tatsächlich Begrifflichkeiten haben wie moralische und sittliche Verwahrlosung, das spielt immer noch eine Rolle. Auch die Gesetzgebung ist noch die gleiche. Das Reichsjugendwohlfahrtsgesetz von 1922, was marginal überarbeitet wird, spielt in der Bundesrepublik immer noch eine Rolle. Und kriminell gefährdete, verwahrloste, asoziale Jugendliche werden dann letztlich in Fürsorgeheime überstellt, in denen es quantitativ, würde ich meinen, jetzt nicht so stark ausgeschlagen ist wie in der DDR, aber die Umstände mit Isolation, Dunkelhaft, Schlägen und dergleichen zum Teil sich doch deutlich vergleichen lassen. Ja. Was halt noch ein institutioneller Unterschied ist, dass Jugendhilfe hat Kinder und Jugendliche eingewiesen und in der Bundesrepublik ist das über das Amtsgericht gelaufen. Also da war dann nochmal eine Zwischeninstanz eingeschaltet. Das ist vielleicht noch relevant an dem Punkt.
Vielen Dank. Wir kommen jetzt tatsächlich schon zur letzten Frage, meine Damen und Herren, denn wir haben am Ende dieser anderthalb Stunden, in denen wir uns mit diesem wichtigen Thema natürlich nur ganz auszugsweise beschäftigen können, noch die Gelegenheit, etwas von Frau Begoyn Weber zu hören. Aber ich möchte Sie jetzt fragen und Sie direkt ansprechen. Sie sind Betroffene des DDR-Jugendhilfesystems und Sie haben auch durchaus Einblicke in gegenwärtige Zustände, auch nach der Schließung der wohl besonders schrecklichen Hasenburg-Heime. Aber das heißt ja nicht, und Sie hatten es angesprochen, Frau Zinsenbrunn-Benz, dass es auch in Thüringen aktuell offenbar solche Schwierigkeiten gibt. Davon hatte ich noch nichts gehört. Ich weiß nicht, ob sich Ihr Beispiel auf Thüringen bezieht oder auf ein anderes Bundesland. Können Sie uns ganz kurz sagen, wie da Ihre Wahrnehmung, wie Ihre Antwort auf diese Frage ist? Wo liegen die Unterschiede? Was sind oder wo liegen Ähnlichkeiten? Wo müssen wir genauer hinschauen als Zivilgesellschaften, um Auswüchse heute zu bekämpfen, einzuhegen, zu beenden? Also dieser ganze Strauß von Begriffen fällt einem da ja ein. Also ich bin momentan dabei, meinen Neffen Lennox zu mir zu holen, Außenheim. Und ich kämpfe jetzt wie eine Löwin, dass er vor Weihnachten endlich ein Zuhause erleben darf wieder, nachdem sie einfach ein Vater ist, sorgerecht einfach weggenommen haben, erstmal bis ein Gutachten da ist. Und ich gucke jetzt immer mehr rein in solche Situationen, wie zum Beispiel, es war Niklaus gewesen, ich brachte ein Geschenk hin. Er bekam das Geschenk nicht, weil es roch nach Rauch, was alles gar nicht möglich sein kann. Das sind solche kleinen Dinge, die mich als Betroffenen ganz anders anspringen, auf Deutsch gesagt, wo ich ganz anders drauf reagiere. Ich möchte ganz einfach nur an die Jugend, an das Jugendamt in Weimar, an ihre Gutmütigkeit und einfach appellieren, den Jungen vor Weihnachten nach Hause zu lassen, damit er die Möglichkeit hat, einfach ein Weihnachtsfest in der Familie verbringen zu dürfen und nicht in einer Einrichtung des Jugendamtes. Weil da geht der 12-Jährige kaputt. Meine Damen und Herren, wir sind schon fast am Ende unserer Diskussion hier auf dem Podium. Sicherlich ist es eine ganz wichtige Sachfrage, mit der wir uns hier heute ansatzweise beschäftigt haben. Wir sind uns alle bewusst, dass es natürlich sehr weitreichende Unterschiede gibt zwischen dem, was in der Bundesrepublik heute und was in der DDR vor 89 gewesen ist. Wir müssen uns damit beschäftigen. Wir müssen schauen, wie wir damit umgehen sollen. Wir werden auch solche Fragen, die noch gekommen sind, sprecht doch bitte die Suizide, Todesfälle im geschlossenen Jugendwerkhof Torgau und auch in anderen Heimen und Jugendwerkhöfen an. Die werden wir jetzt heute nicht mehr diskutieren können. Aber wir haben dieses Thema und auch die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, da bin ich ganz sicher, auf dem Zettel, wie man gemeinhin sagt. Ich darf mich jetzt an dieser Stelle bei meinen Gästen hier auf dem Podium bedanken, erhebe mich jetzt und spreche noch etwas weiter vom Pult, denn hier wird jetzt gleich umgebaut werden. Und für diese kurze Pause möchte ich noch die Gelegenheit nutzen, darauf hinzuweisen, dass wir uns natürlich als Öffentlichkeit, als engagierte Menschen in der Bundesrepublik im Jahr 2021 weiterhin damit beschäftigen werden. Wir werden jetzt ein Lied hören von Frau Begoyn Weber. Sie ist Liedermacherin und sie hat sich unter anderem auch in ihren Liedern auseinandergesetzt mit der Problematik, der sie als junges Mädchen, mit der sie konfrontiert war als junges Mädchen. Und sie hat mir erzählt, dass sie 14 Jahre lang das Schweigegebot, das sie bei ihrer Entlassung in Torgau unterschreiben musste, eingehalten hat, dass ein Freund von ihr dieses Schweigegebot, diese Schweigeverpflichtung sogar noch längere Jahre zurückgehalten hat. Und sie hat das, was sie damals erlebt hat, eben lange Zeit nicht erzählt und wahrscheinlich so lange nicht erzählt und nicht erzählen können, bis dann auch die letzte Möglichkeit der strafrechtlichen Aufarbeitung, was sowieso sehr schwierig ist bei Vorgängen,
der Art, über die wir gesprochen haben, endgültig verstrichen war. Also strafrechtlich kommen wir da nicht mehr weiter. Wir müssen als Zivilgesellschaft etwas machen. Und dazu ist es gut, dass es solche Veranstaltungen gibt, wie die, die wir heute hier gehabt haben. Dazu ist es gut, dass es solche Bücher gibt, wie die Weggesperrten oder auch wie der Jugendroman Weggesperrt von Grit Poppe, das erste Buch von Grit und Niklas Poppe. Und es ist gut, dass es solche Lieder gibt und solche engagierten Menschen. Ich freue mich darauf. Nein, ich freue mich nicht. Ich bin gespannt darauf, weil Freuen zum Freuen ist das nicht. Aber ich bin gespannt darauf, was Sie uns jetzt vortragen werden. Bitte sehr. Vielen Dank. Also das Lied ist zusammen mit Klaus-Peter Seidel und seiner Tochter Nicole entstanden. Klaus-Peter ist auch ein Betroffener und er hat seine Schweigepflicht noch länger eingehalten. Er hat seiner Tochter, erst als sie 19 war, erst gestanden, wo er untergebracht war und was er erlebt hat. Und die Zeit danach sagt eigentlich alles. Niemand, ja niemand hört dir zu. Und niemand nimmt Notiz von dir. Niemand glaubt an dich. Die Zeit vergeht, du gehst einsam deinen Weg auf der Suche nach dem Warum. Versuchst die Gedanken zu verdrängen. Ein anderes Leben zu beginnen. Die Zeit danach. Es fällt dir schwer. Andere wissen nichts von dir. Du willst reden und schreien, um nicht alleine zu sein. Doch die Vergangenheit, sie holt dich wieder ein. Die Zeit danach. Versuch's mit einer Maske, den anderen zu gefallen. Doch kommt die Nacht, dann fällt es dir schwer, denn die Maske, die hält da meist nicht mehr. Die Zeit danach. Hast du jemand gefunden, wo du endlich reden kannst? Dann rennst du nach einer Weile wieder gegen eine Wand, denn sie sind einfach weggerannt. Die Zeit danach. Ja, es will keiner wissen, was damals geschah. Und die meisten sagen, das ist doch nicht wahr. Was tagelang in Zellen drin, dein Leben so oft an dir vorüberging. Die Zeit danach, wollte sterben, doch du konntest es nicht. Ja, und langsam zerfällt dein Glaube an dich. Lebst Tag für Tag im selben Trott, deine Wahrheit.
an einen grausamen Ort. Die Zeit danach, die Zeit danach. Vielen Dank.